Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und hier habe ich schon einen kleinen Bücherstapel, denn ich stelle euch jetzt quasi im zweiten Teil meiner Trödelmarkt gefundenen Bücherschätze die Thriller vor. Und da wiederum den ersten Teil. Heißt, es wird noch ein drittes Video dazu geben. Wir fangen direkt mal an mit einer Reihe, die ich schon lange hier im Regal stehen habe. Mit den Bänden Verachtung und Erwartung. Das sind Band 4 und 5 der Jussi Adler-Olsen-Reihe um sein Sonderdezernat Q. Und hier habe ich jetzt gefunden Band 1, Erbarmen, und Band 2, Schändung, für ein paar Euro. Die habe ich natürlich sofort mitgenommen, weil es fehlt mir theoretisch nur noch Band 3 und ich kann bis Band 5 durchlesen. Und hier geht es um das Sonderdezernat Q. Karl Morg ist wohl der Ermittler oder Mörk, dieses O mit dem Bindestrich im Skandinavischen. Klappentext lautet: Am 2. März 2002 verschwindet eine Frau spurlos auf der Fähre von Rødby nach Puttgarden. Man vermutet tot durch Ertrinken, doch sie ist nicht tot, sondern wird in einem Gefängnis aus Beton festgehalten. Der Albtraum einer Frau, ein dämonischer Psychothriller. Der erste Fall für Karl Mörk. Ja, das ist Band 1. Sehr geil, dass ich den gefunden habe. Und Band 2 heißt dann Schändung. Und ist anscheinend ein Neudruck, weil hier steht vom Autor von Erbarmen und Erlösung. Die waren ja da später. Also anscheinend eine Neuauflage. Ja genau, das ist eine Neuauflage, das ist die 11. Ausgabe, die ist quasi über ein Jahr nach dem ersten der deutschen zweiten Ausgabe erschienen. Kompliziert. Jedenfalls, deswegen hat sie diese beiden auf dem Titel. Und hier geht es um der Blutdurst der Jäger. Wie würden sie es machen? Ein einzelner Schuss? Nein, so gnädig waren die nicht. Diese Teufel, so waren sie nicht. Die zerstörte Seele einer Frau, drei mächtige Männer, die ihr nach dem Leben trachten. Der zweite Fall für Karl Morg. Ja, der Klappentext sagt jetzt relativ wenig aus, muss ich sagen. Da fand ich den ersten besser. Ich finde es immer gut, wenn der Klappentext nicht zu viel, aber so ein bisschen verrät. Und da muss ich sagen, bin ich eher der Fan von Band 1, was unten liegt. Der hier war ein bisschen vage. Vielleicht bewusst gehalten, ja, aber trotzdem sagt er so fast gar nichts aus. Da habe ich noch zwei Bücher von Simon Beckett, wo ich in meinem allerersten Video dieser kleinen Trödelmarkt-Bücherschätze-Reihe gedacht habe, die sind beide von der David Hunter-Reihe, also von seinem Gerichtsmedizin-Hauptprotagonisten. Aber ich habe nochmal gegoogelt und habe festgestellt, dass nur die Chemie des Todes zur Reihe gehört und Flammenbrut wohl eigenständig ist. Und zwar zur David Hunter-Reihe. Muss ich sagen, habe ich den dritten Band gelesen, nämlich Leichenblässe. Und das hier ist der erste Band, nämlich Die Chemie des Todes. Und hier geht es immer um David Hunter. Und im ersten Band David Hunter war der beste forensische Anthropologe Englands, bis ein tragischer Unfall sein Leben für immer veränderte. Aber der Tod lässt David einfach keinen Frieden. Ja, und es ist so, dass er im dritten Teil in Amerika ist, bei dieser Body Farm, also geografisch, jetzt kein Spoiler. Diese Body Farm ist ganz interessant, ist quasi ein Forschungsgebiet für Forensiker, wo bewusst quasi gespendete Leichen verwesen gelassen werden in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Klimasimulationen, in verschiedenen gedeckt, abgedeckt, in der Tüte und so weiter. Das fand ich ganz spannend. Und Simon Beckett schafft es quasi, das forensisch-technische mit dem spannungsgeladenen, thrillermäßigen perfekt zu verbinden. Von daher für einen schmalen Taler an Simon Beckett sagt man ihn nein. Ja, Flammenbrot habe ich jetzt in der Liste gar nicht gefunden. Das scheint also weder zu David Hunter-Reihe zu gehören, noch so eine kleine Short-Story dazu zu sein. Ist also, soweit ich das jetzt hier nachvollziehen kann, ein eigenständiges Buch, hatte auf jeden Fall so einen geilen Titel mit so einem Blutschrift.
Mein Feuer wird dich verbrennen, ist die Überschrift. Die junge Geschäftsfrau Kate Powell steht mit beiden Beinen erfolgreich im Leben. Allein ihr sehnlichster Wunsch blieb ihr bisher unerfüllt. Ein Kind. Ein anonymer Spender kommt für Kate nicht in Frage, also gibt sie eine Annonce auf, um einen geeigneten Vater zu finden. Alex Turner scheint der perfekte Kandidat. Punkt. Punkt. Ja, wie gesagt, ich dachte ursprünglich, das gehört auch zu der Witthunter-Reihe. Tut es aber anscheinend nicht. Dennoch, sehr spannender Klappentext und trotzdem beim Kauf nichts falsch gemacht. Wenn ich das vorher richtig deute, dann ist Flammenboot sein insgesamt dritter Roman und quasi vor der David Hunter-Reihe noch erschienen. Denn die erschien, das habe ich mir aufgeschrieben, zumindest im Deutschen, erst 2006. Und dieses Buch hier ist ursprünglich von... ...1997. Und hier möchte ich euch noch eine kleine Anekdote aus dem Vorwort vorlesen. Und zwar... Dieses Buch, also Flammenbrot, erschien 1997 in Großbritannien und wurde später verfilmt. Ich habe die Gelegenheit genutzt, einige Änderungen vorzunehmen, mich aber gegen eine Aktualisierung entschieden. Flammenbrot ist weder ein Dr. Hunter Thriller noch ein Kriminalroman. Aber fest steht, ohne diesen Roman hätte es Dr. Hunter nie gegeben. Ja, David Hunter, Dr. David Hunter, das macht mich jetzt umso mehr gespannt. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich mal bei ihm anfange, ob ich jetzt den oder den lesen soll. Naja, Simon Beckett, wer ihn noch nicht gelesen hat oder noch gar kein Buch von ihm, worauf wartet ihr? In diesem Sinne sagt mir doch mal, ob ihr von diesen Büchern oder von diesen beiden Reihen bzw. dem Einzelband eins gelesen habt oder die Autoren empfehlen könnt bzw. auch so lieb habt wie ich, im Fall Simon Beckett, und ob ich zeitnah oder sehr zeitnah mit der Jussi Adler-Olsen-Reihe beginnen sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!